Damit hallo und herzlich willkommen bei The Forest mit dem Kevin und dem Maxi. Servus. Moin. Das Lied heißt, das jetzt kommt, heißt Revive. Wir reviven The Forest als Let's Play, oder? Ja, kommt hin, ne? Solange bis Space Engineers wieder funktioniert. Okay, meine Herren, was steht an? Bäume, Essen, all dies. Koffer. Koffer. Gut, wenn ich noch mehr Koffer aufmache. Weiß ich bald nicht mehr, wohin mit dem Zeug. Oh, Essen. Ja, meine Neuerung vom letzten Mal ist noch da. Ja, klar. Es wird dir gespeichert. So, erstmal noch eine Runde baden gehen. Oh, ist das schön. Oh, ein Stein. Oh, ein Hase. Ich finde es immer noch erstaunlich, wie weit der werfen kann, der Typ. Es erhält keine zwei Schläge von Unbewaffneten aus, aber ein Stein kann der Kilometer weit werfen. Ja gut, so, der kann ja auch zwei Baumstämme gleichzeitig tragen, also. Ist richtig. So. Passiert halt, wenn man alles nur auf Stärke skillt. Und er weiß, wie man alles baut, er ist einfach auf Stärke und Intelligenz geskillt. Oh, hat's gematscht. So, erstmal den Baum hier wegmachen. Der stört, hat mich schon immer gestört. Zack. 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 Achtung, gleich heißt es wieder. Baum fällt. Plong. Ach, schreit er so dämlich. Was, wer schreit? Irgendwas schreit. Hab's auch gehört. Irgendwas schreit, dann sollte ich mich vielleicht beeilen. Ja, bau den Baumstamm ein, ich will hier weg. Bevor ich gelüncht werde. Ah, jetzt höre ich's auch. So, die Base glaub, heißt die jetzt zur doppelten Echse. Hast du die auf der Kammer? Ach, zur doppelten Echse. Hast du jetzt zwei Echsenköpfe dahin gemacht? Ja, genau. Der ist über die Mauer gesprungen. Er ist drin, er ist im See. Toll, was macht er da drin? Der ist über die Mauer gesprungen. Fick du dich. Brennst, Maxi. Merk's. Wo ist der Sack? Da hinten. Ja, die sehen hässlicher aus als früher. Wow, und sie sind schneller. Hässlicher sehen sie nur aus, weil ich ihn blutig geschlagen habe. Hab ihn getroffen. Okay, er ist noch nicht tot. Jetzt ist er tot. Er ist einfach über die Mauer gejumpt. Meine Herren, ich fürchte, wir müssen noch Baumhäuser anbringen. Ich check mal kurz die Lage. Es kracht noch. Irgendwo rennt noch was rum. Der Rest der Leiche kannst du verbrennen, Kevin. Ja, das kann man. Leg die Leiche ins Feuer. Ja, dann verbrennt sie. Und dann kriegen wir nicht bewegen. Was. Weiß ich nicht. Merkst du das nicht? Ich rutsche hier doch, mal so. Doch, leg's mal ab, die Leiche. Dann probier ich's mal. What the fuck? Ich kann mich bewegen. Und da liegt er im Feuer und brennt vor sich hin. Mir liegt da nichts. Voll der geile Ambiente-Sound. Das hat mal besser funktioniert. Wir könnten natürlich auch die Nacht durchschlafen. Was haltet ihr von der Idee? Ach, einem Topf gibt's Tree-Sap, obwohl da kein ja, Baum genau. ist. Ja, genau. Na, da war mal ein Baum. Wow, da steht aber was Hässliches vor der Tür. Die Geräusche haben sich schon gut gemacht. Ja, die sind auf jeden Fall besser geworden. Hat sich geschlafen. Ich schließe mich dem an. Ich Alter, gleich. Die machen jetzt echt hässliche Geräusche. Ich spring an das Seil oben ran, was macht er? Erstmal runterklettern, dass ich wieder hochklettern kann. Ich kann noch nicht schlafen. Geht bei mir noch nicht. Der Kreis ist noch nicht voll. Echt? Mhm. Ich kann schlafen. Was für ein Kreis? Ich kann das noch nicht auswählen. Ich kann nur speichern, aber noch nicht schlafen. Ja, und es ruckelt. Warum kannst du nicht schlafen? Wahrscheinlich, weil ich das letzte Mal erst geschlafen habe.
Hoffentlich hält die Tür. Können wir die... Gießen. Ach, ja, weg. Ja, die Tür hält. Dann heißt es für mich wohl warten, bis dieser Kreis voll ist. Der andere ist übrigens, der ist übrigens verbrannt. Jetzt. Immer noch nicht. Ich brauch so dringend einen Bogen. Wie baut man einen Bogen? Zwei Steine, Stoff und ein Seil. Ich habe kein Seil mehr. Ach, das habe ich verballert, als wir... ja, klar. Als wir versucht haben, ob man mit einem Seil da runterkommt in diese Plattform. Ja, stimmt. Das habe ich mit Kevin neulich in der letzten Folge... Das crafte ich mit Stoff und Stein. Noch nicht. Stoff und Stein? Mhm. Kann ich craften. Stoff und Stein? Das ist eine gute Frage. Vielleicht... Ah. Feuergetränkten Wurfstein. Upgraded Rock. Einer ist auf der Mauer. Einer, schon wieder einer auf der Mauer. Wie kommen die da hoch? Seit wann können die so hoch springen? Weiß ich nicht. Das letzte Mal ging es, glaube ich, noch nicht. Klappt's da hinten, Maxi? Ja, in Arbeit. War der hier oben auf der Mauer? Oder ist ja, er der ist hoch auf die Mauer gesprungen. Das ist natürlich scheiße, wenn das geht. Ah, ich sehe, du hast... Ja, ich habe schon. Alles erledigt. Ich habe einen Upgraded Rock. Und du wirst ihn einsetzen. Warum liegt hier so viel Zeug rum? Das frage ich mich auch gerade, aber ich beschwere mich. Okay, ich kann keinen Alkohol mehr tragen. Nur noch Kleingeld. Ja, ich kann auch nichts vertragen. Ah, Molotovs wäre eine Idee. Das war wirklich eine Idee. Achtung. Ja, hat mich erwischt. Die lachen ja noch hässlicher als der Joker. So, da ist Geschichte. Aua. Sorry. Ich krieg durchgehend Schaden von irgendwas. Ach, du hast mich gehauen. Ja. Okay, der ist tot. Stopp. Weil der plötzlich... Stopp. Danke. Ich hab mich gerade gewundert, warum krieg ich durchgehend Schaden. Ich müsste inzwischen schlafen können. Kletter doch einfach hoch, Mann. Und so. Kevin, danke, dass du mich von meinem Buch wegschiebst. Kein Problem, aber wir könnten jetzt schlafen. Weißt du, was das Witzige ist? Ich habe meine Hände noch so, als würde ich das Buch halten. Aber das Buch schwebt woanders. Das Buch ist gefühlt einen Meter weit weg von mir. Und so groß ist es nämlich auch. Da steht was. Da steht ein Name drin. In dem Buch. Auf der ersten Seite. Der ersten Seite? Ja, und das siehst du nur, wenn jemand anderes das Buch aufgeschlagen hat. Vor Timmy oder so irgendwie. Ja, okay. Vor Timmy. Das habe ich gesehen, als ich es aufgehoben habe. Erstmal schnarchen gehen. Wer schließt sich mir an? Jo, ich komme. Könnt ihr jetzt mal aufhören, mich von meinem Buch wegzuschieben? Dann komm, dass wir schlafen können, dass es Tag wird. So, gute Nacht. Ah, wunderschön. Es ist wieder Tag. Wehe, mich schiebt jetzt einer weg. Nö, ich geh jetzt erstmal was zu essen suchen. Ja, ich schieb dich mal durch. Bogen, Stick, Love, Rope. Okay, du hast natürlich gleich mal Glück gehabt. Hey, ich habe noch eine Batterie gefunden. Es braucht nur eine Taschenlampe dazu. Ich würde sagen, wir verschaffen euch erstmal vernünftige Ausrüstung und gehen dann in die Höhlen. Weil ich habe gelesen, dass man über die Höhlen in dieses Riesenloch reinkommt. Ich frage es nur, mit welcher Höhle? Ich glaube, das ist eine riesige Höhle unter der Insel. Das ist ein Netzwerk, soweit ich es mitbekommen habe. Okay. Haben sie sich immerhin mal was einfallen lassen. Das ist richtig. Was habe ich jetzt hier aufgehoben? Ein Tennisball. Ich glaube, dieses Flugzeug war voll von anonymen Tennisspielenden Alkoholikern. Es waren garantiert sowas wie Olympia oder so. Und der Einzige, der wirklich überlebt hat, war der... Das ist interessant, wenn ich Zähne an meinem Speer anbringe... Dann geht der Schaden hoch. Nein, dann kann ich raussuchen, wo. Ah, alles. Echt? Okay, auch das ist neu. Erstmal ein bisschen... Ah, Lurch. Hier kommst du... Nein, ich kann keine Lurchhaut mehr tragen, das heißt ich...
Wizard Skin, where? Anlegen. Und die aufheben. Ach stimmt, ich habe ja noch die Knochenrüstung. Erstmal Leute mit einem Echsenkopf verprügeln. Warum auch nicht? Ich habe mich noch nie wirklich in der Umgebung umgeschaut. Ein bisschen Glück erwischen war ein Reh oder so. Beziehungsweise. Wir müssen diese. Warum kann ich nicht trinken? Weil es leer ist. Der See. Der See. Ach, da musst du die richtige Stelle erwischen. Halt still, du bist kein. Komm mal zu mir, da kannst du trinken. Hier hat's noch Koffer. Hoffentlich eine Taschenlampe. Tatsächlich. Stoff und Snack. War ungesund, aber. Batterien ohne Ende. Was sauft man nicht alles, wenn man Durst hat? Ja, das ist richtig. Hat mir nicht irgendwo Wasserspender? So ganz nebenbei. Doch. Zwei Stück sogar. Das sind die Schildkröten unter dem Holzplattform und die sind irgendwie nie voll. Ja, weil es nie regnet. Ein Vögelchen. Zack. Gemacht. Wollen wir das machen, was wir das letzte Mal geplant hatten? Was hatten wir denn genau geplant? Was war das denn? Eine Plattform ins Loch bauen. Vögel und Dings, sag's. Eichhörnchen geben jetzt auch ganz glitzekleines bisschen Fleisch. Okay. Aber habt ihr jetzt nicht viel, oder? Nein, so gut wie gar nichts. Aber immerhin. So, und ich muss mir jetzt erstmal noch was zu essen kochen. Und dann können wir gerne an die Plattform gehen und anfangen. An das Loch gehen und anfangen, Plattformen runterzubauen. Eigentlich müsste eine Plattform, zwei Plattformen reichen, die man dann was mit Treppen oder Brücken Alkohol verbindet. Ja, du kannst so bestimmte Menge an Alkohol tragen. Okay, dann gebe ich das Alkohol alles auf meinen Stein. Den kann man dann anzünden, oder wie? Glaube. Jetzt hätte ich fast getroffen. So, ich brate mir jetzt erstmal ein bisschen Fleisch. Schade, dass man Fleisch nicht vorbraten kann. Schwarze Bären nix gut, ne? Schwarze Bären nix gut, es sei denn, du willst Farben machen. Blau ist gut. Ja, wie kann man nur einen Beutel machen? Oh, ich... Zwei Hasenfälle, genau. Das weiß ich sogar noch. Brauchst du Hasenfell? Ich hab zwei Stück. Wenn du brauchst, gebe ich dir es. Ja, gern. Dann komm mal rein. Ich muss nämlich aufpassen, dass mein Fleisch nicht verbrennt. Achso, nee, dann mach ich später. Vielleicht finde ich auch noch ein bisschen irgendwo. Weil hier gerade sind nicht auf was Bären. Einmal ich Fleisch. Ich habe eine Windows-Fehlermeldung bekommen und weiß nicht wofür. Zweimal Fleisch. Och, erstmal Fettschaden gekriegt. So muss das. Man kann auch Menschenfleisch braten, ne? Ja. Aber dann wirst du, glaube ich, irgendwann verrückt. Der Wind. Okay. Meine Herren, wollen wir dann langsam in Richtung... Hase. Nein! Ich versuche mal das Flugzeug kurz. Wer ist dumm, wenn er dir schon fünfmal ausgewichen ist? Nein, der Typ ist dumm, er schlägt mich auf den Boden. Kanickelfell haben oder nicht? Ja. Mädels, der Tag ist nicht sonderlich lang. Wir sollten los, beziehungsweise ich speichere nochmal schnell. Und dann gehen wir los. Sonst stehen wir da im Dunkeln. Ich komme gleich zu dir. Welche Flagge war es nochmal? Da ist noch ein Haussymbol. Das müsste es sein. Siehst du das andere Haussymbol? Richtung der rosanen Flagge. Das ist es. Ich sehe die rosane Flagge, aber ich sehe kein anderes Haussymbol. Lila, nicht rosa, mein Fehler. Lila. Lila eine Flagge, da ist ein Haussymbol nebendran. Da müssen wir hin. Du läufst in die falsche Richtung. Aber ich komme jetzt trotzdem mal deine Richtung. Komm mit, wir müssen am Flugzeug vorbei. Seid ihr schon losgelaufen? Ja, ich bin gerade noch im Flugzeug. Vom Flugzeugheck eigentlich immer geradeaus. Okay. Ich brauche nur einen Baumstamm, dann ist nicht der Wall fertig. Ah, okay. Ist ja super. Ups. So.
und die Viecher nehme ich nicht mehr rein. Na, dann springen sie einfach weg, komplett über die Mauer. Das ist ja gar kein Thema für die. Da brauchen sie aber mehr Anläufe. Das ist richtig. Die Wahrscheinlichkeit nicht so groß, dass sie reinkommen, so rum. Also entweder es wird schon wieder dunkel oder dieser Wald schluckt jede Menge Sonnenlicht. Ich glaube, es liegt eher im Wald. Ich hoffe's. Bisschen. Ja, ich hab zwei Hasen. Alter, das schreckt mich doch nicht so. Hase, 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 Hase. Ja, wenn ich bald aufhört mit euren Hasen. Ich hab hier so einen schönen Schalter, der sagt Kick. Oh. Ja, lass mal loslaufen. Du bist schon unterwegs. Maxi, ich dahin. Bin schon fast da. Ach so. Das ist stressvoll, ne? Ich hätte es halt gern erledigt, bevor es wieder, oder einiges erledigt, bevor es wieder Nacht wird, weil ich habe keine Lust, nachts da draußen im offenen Feld zu stehen. Keine Sorge, ich habe einen Bogen. Der bringt dir nicht viel. Wo hast du denn ein Seil her? Mir gecraftet aus Stoff. Kann man das auch? Ja. Anscheinend. Okay, ich bin da und es ist schon fast wieder dunkel. Das kann nicht sein. Ist aber so. Da ist eine Plattform. Kann ich dieses Seil nochmal abmontieren, dass man da eine Baumbrücke hinmacht? Wenn wir jetzt eine Plattform weiter unten hinbauen. Mal kurz schauen. Custom. Wann das denn bitte dann für einen Tag, wenn es schon wieder dunkel ist? Ein kurzer. Irgendwie so eine Minute hell und 15 Minuten dunkel. Wahrscheinlich. Es gibt nur ein Problem. Wir kommen wahrscheinlich an die Plattform, die wir bauen wollen, nicht richtig ran. Vor. Ich will um Gottes Willen nicht da reinfallen. Doch, man würde hinkommen. Und da ist es schon wieder dunkel. Gab's da nicht mehr irgendwo ein Lagerfeuer? Weiß ich nicht, aber ich kann hier auf jeden Fall speichern. Ja, das kann ich auch. Ich würde mal erstmal ein Lagerfeuer basteln. So, machen wir also da war normales. Unsere alte Plattform. Ja genau, wir müssen es halt so machen, dass wir irgendwie hinkommen an das Ganze. Na warte, da bauen wir einfach noch eine Plattform hinten dran. Nein, ich meine nach vorne raus. Du kannst die Baumstämme nicht einfach in dieses weiße Gebilde reinschmeißen. Ich hätte die zweite Plattform, ich zeig's jetzt gerade nochmal, weil ihr noch nicht, wart ihr noch nicht da. Deswegen zeige ich das gerade nochmal, wie ich das eigentlich angedacht hatte. Dass man hier nochmal eine zweite Plattform baut und die dann mit so einer Brücke verbindet und von dort aus dann immer ein paar Meter tiefer geht. Da wenn du mir erklärst, wie ich an die Plattform rankomme? Ja, das ist die Sache. Das geht von hier. Du musst halt extrem aufpassen, dass du nicht reinfliegst. Weil man rutscht. Also das da muss man eigentlich aufpassen. Eigentlich können wir jetzt schon mal... Ich fange schon mal an mit dem Abholzen. Ich speichere nochmal kurz. Meine Viecher nur können nicht so gefährlich sein, wir müssen sie nur ins Loch drücken. Oder sie drücken uns ins Loch. Toll. Auf einmal stand das Reh nicht mehr da, aber ein wildes Maxi ist aufgetaucht. Ja, ich habe die ganze Zeit versucht, das Ding zu fangen, aber irgendwie wollte es nicht. Ach, so ein Maxi schmeckt bestimmt genauso gut wie ein Reh. Da gibt's ja, aber da hat kein so weiches Fell. Na, das stimmt wohl. Okay, es haut ab. Scheiß drauf. Aber hier lag okay, uns mal schnell noch. Baum. Ich hoffe, der trifft jetzt nicht genau. Hier lag ein totes Reh. Keine Ahnung. Ich okay, baue uns mal schnell noch ein Lagerfeuer, ne? Da ist doch schon eins vor der Hütte. Echt? Ja. Aber könntest du eins in der Nähe bauen von unserem aktuellen Ort. Ja, ist doch da. Ja, gut. Dann. Oh, das ist echt eine hakelige Angelegenheit. Ich glaube, am Ende haben wir unten genügend Baumstämme rumliegen, um 5 Plattformen hochzuziehen, weil die Hälfte von den Baumstämmen immer runterfällt. Baum. Sehr schön geparkt. Ich habe so Angst, dass ich da auf einmal runterfliege, weil ich eine halbe Sekunde nicht aufpasse. Okay, wir haben nur noch 4. Wir haben schon 4 von 134. Ich glaube nicht, dass das die letzte Plattform ist.